Hier ruht Kai, gestorben an zu viel Arbeit. Hier ruht Fred, er starb in einem Steinbruch. Okay. Hallo, die Nekromanten, ich soll mich hier melden. Oh, geil. Hallo, hallo, Nekromanten. Ich höre dich doch tapsen. Hallöchen. Ah, Entwender. Seid ihr zur Grabstätte gekommen, um zu lernen? Yep. Das freut mich aber sehr. Ich kann euch viel über unsere Gemeinschaft und unsere Tradition erzählen. Tradition? Unser Leben hier verläuft nach einem sehr geregelten Plan. Lythos akzeptiert unsere Zeremonien nur, wenn sie sehr präzise ausgeführt werden. Aber manchmal kann diese Genauigkeit auch Probleme zur Folge haben. Geheimnisse? Man kann diese Geheimnisse niemandem verraten, der nicht unserem Orden angehört. Ihr könnt ihr doch mehr darüber lernen. Wenn ihr als Novize in unserem Orden eintretet, okay? Nur sehr wenige treten unserem Orden bei. Das Leben hier ist nicht leicht, aber wir werden dafür reich belohnt. Reich belohnt, bin dabei. Akzeptiert. Ich muss mit der Nekromantin sprechen. Sie ist sehr krank und hat niemanden empfangen. So, so. Ist das so? By the way. Upsala, was habe ich verpasst? Zu krank also? Ja, in letzter Zeit ist sie nur noch selten bei Bewusstsein. Selbst wenn ich euch zu ihr lassen würde, wäre sie wahrscheinlich nicht wach. Hm.
Lothian ist schon seit meiner frühesten Kindheit Nekromantin. Seit vielen Jahren führt sie ihr Amt gewissenhaft aus. Ja, ich will beitreten. Orden, kann ich das? Ich bin gekommen, um euch zu lernen. Euch fehlt ein rituelles Werkzeug, was in der Zeremonien dort. Mordea hat den Dolch weggenommen. Ja, um solche Dinge mussten wir uns bisher noch nie Sorgen machen. Die Bewohner haben den Friedhof immer gefürchtet und unsere Arbeit respektiert. Aber vor ein paar Tagen kam Mordea mit einer ganzen Horde schwerwerfender Krieger und nahm uns den Dolch weg. Buhu! Was ist in diesem Dorf so besonders? Der Bergkönig selbst hat diesen Dolch an Moriens übergeben. Wir können unsere Rituale nur mit diesem Dolch vollziehen. Okay. Euer Orden ist eine größere Macht. Wir können unsere Macht auch zum Kampf benutzen, wenn wir dazu gezwungen werden. Zeig's mir! Sie können ihre Rituale nur noch mit der Zustimmung von Mordea durchführen, seit sie den Dolch besetzt. Ja, ohne ihre Zustimmung können wir unsere Zeremonien nicht durchführen, habe ich gerade gesagt. Unter solchen Bedingungen können wir unmöglich arbeiten. Wir müssen den Dolch bald zurückbekommen, sonst könnte das womöglich fürchterliche Folgen haben. Den Dolch zurückholen? Das wäre sehr wichtig, aber wie soll ich das anstellen? Lothian ist sehr krank. Ich muss an ihrer Seite bleiben. Außerdem sind sie keine ausgebildeten Krieger, die Mordeas Wachen zum Kampf herausfordern könnten. Wie sollten wir den Dolch zurückholen? Ich werde den Dolch holen. Wirklich? Ja. Hä? Ich habe doch ja geklickt. Habe ich die Quest jetzt? Ja, den Dolch zurückholen. Ich werde den Dolch holen.
Ja. Vielen Dank. Ich habe gehört, dass Mordea den Dolch in ihren Gemächern aufbewahrt. Ihr könnt ihn an seinem goldenen Griff und der schlangenförmigen Klinge erkennen. Okay. Aber vorher zeigst du mir noch kurz, wie ihr die Nekromantie zum Kampf einsetzt. Du solltest die Hilfeschreie hören, Avatar. Halt die Schnauze. Zeig's mir! Du warst, Judas! An, oh mächtiger Bergkönig, rette mich vor diesem Unhold.
das zu wissen, kann Gold wert sein. Schon mal hier bin. Kann ich dich besiegen? Na, komm mal her, du. Langsam lohnt sich das. Hä? Oh, fuck. Komm. Untote, hä? Wache, ich will ja nichts sagen, aber... Nein, ist euch wahrscheinlich egal. Ach, Avatar. Eine neue Welt zu bezwingen ist immer wieder ein so aufregendes Gefühl. Nom 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 nom. Der Fürstensaal, okay. Fräulein Königin. Man sieht
Sie waren bereits hier und haben ein wenig für Ordnung gesorgt. Verschlossene Tür. Aha. Ging das jetzt eigentlich? Komm. Kann ich das austrinken? Nein. Okay, du alte Hexe, wo hast du den Dolch? Wir haben ein Spiegelbild. Viele moderne Games können das nicht. Kann ich hier Feuer legen oder so? Ja, kann ich hier schlafen? Dagegen pinkeln, irgendwas? Hör nur, ist das nicht der süße Klang von Trauer und Wehklagen, den ich da höre? Ja. Die Tür ist ja nicht magisch verschlossen. Hör nur. Ist das nicht der süße Klang von Trauer und Wehklagen, den ich da höre?
Merkt da keiner, was ich hier mache? Dolch-Nekromanten. Daydream ist ein elendiger Cheater, lalala. Ja. Ah, alles klar. Alles klar. So, und jetzt muss ich genauso aussehen wie vorhin. War ich doch schon drin. Na, immerhin. Fette Streitkolben? Ja, nein. So, Hallöchen. Ey, komm mal her. Ey, du da. Ihr könnt mich später in meinem Haus in Osttenebrae besuchen. Zur Blutwache. Okay. Keine Ahnung, was wir jetzt für Zeit haben. Die Frau sitzt jetzt seit geschlagenen 6 Stunden am Essen.
Klar. Hier wohnt doch Devon meines Wissens nach. Dieser Flammenmagier-Typ. Oder nicht? Moment, hast du Schnaps? Leer, schade. Nein, das ist Gift! Ups. Naja, gibt's. Ach, das ist Gift! Ja. Schon bald wird Britannia mein sein. Es scheint, du bist hier sehr vermisst, Avatar. Warte mal. Täusche ich mich, oder höre ich, wie Lord British dich gerade in diesem Augenblick um Hilfe ruft? Lord British? Du bist doch... Seid gegrüßt, Fremder. Dürfte ich noch euren Namen fragen? Mein Name ist Salkind, und wer sind wir, junger Freund? Ich heiße Daydream. Das ist ein wirklich schöner Name, den wir da haben. Und was gibt es noch zu fragen? Ja, was ist dein Beruf? Ich bin der Majordomus der Herren Mordea, der Gezeitenfürst von Tenebrae. Was ist ein Majordomus? Als Majordomus ist es meine Aufgabe, mich um die alltäglichen Angelegenheiten in der Stadt zu kümmern, so dass die Herrin Mordea sich auf wichtigere Dinge konzentrieren kann. Wie Essen, Baden. Wichtigere Dinge? Wenn jeder wüsste, was die Gezeitenfürsten tun, dann gäbe es kein Geheimnis mehr. Kein königliches Geheimnis, stimmt? Was ist ein Gezeitenfürst? Ihr habt sicherlich schon einmal von der Gezeitenmacht gehört. Oh, ich verstehe, ihr seid fremd hier in der Stadt, wie? Nun, die Gezeitenfürstin Mordea ist die Dienerin der mächtigen Wassertitanin Hydros. Wer ist Hydros? Nein. Welche Pflichten hat ein Gezeitenfürst? Wie kann es sein, dass ihr nichts über die Gezeitenfürsten wisst? Sind wir sehr beschäftigt oder vielleicht nur ein bisschen einfältig? Nun ist es gleichgültig. Ein Gezeitenfürst besitzt die Fähigkeit, über einen Teil von Hydros Macht zu verfügen. Naja. Erzählt mir noch mehr über die Herrin. Sie ist eine resolute Herrscherin und trägt den Titel Gezeitenfürstin mit Würde. Oft haben Zweifler gesagt, dass dies und das nicht geschehen könne, und doch hat die Herrin Mordea es trotzdem fertiggebracht. Die Kriminalität in Tenebrae ist unter der Führung der Herrin fast auf den Nullpunkt gesunken. Ah ja. Das ist der Beweis dafür, dass Mordea eine mächtige und weise Herrscherin ist. Wer war denn der Vater von Herrin Mordea? Haben wir denn als Kind gar nichts gelernt? Lord Keldern war der Vater der Herrin Mordea. Und ich möchte hinzufügen, dass die Herrin Mordea die Macht ihres Vaters, des Gezeitenfürsten Keldern, um das Zweifache übertrifft. Nur auf Zureden seiner Frau hin bekannte er sich zu seinen Fähigkeiten und nahm den Titel des Gezeitenfürsten an. Wo wären wir heute, wenn er das nicht getan hätte? Naja, tschüss.
Das Bild ist auch fast nicht unheimlich. Scheiß Alpha war in der Open World am Arsch. Na, schade. Hallo, ich bin der Nikolaus. Nein, fick dich. Tölpel. Oh oh. Ah, lauf! Eine Schande, wenn man das hier zurücklassen würde. Oh, ups, war ich das? Aber tatsächlich. Wir müssen ja die Dienerin der Herrin in Ostenebri aufsuchen. Und das hier ist Osten.
Wenn das da oben Norden ist, dann ist das hier Osten. Und dort ist das hier. Also wenn hier Norden ist, dann ist hier Osten. Und wir sind in diese Richtung gegangen. Vom Palast aus. Und dass hier Norden ist, weiß ich deswegen, da uns beschrieben wurde, wir müssen vom Palast aus nach Norden, um diesen Zauberer zu treffen, bei dem wir angefangen haben. Aber das Spiel hat's grafisch nicht so mit Tageszeiten. Ich meine, es ist ja schön und gut, dass es sie gibt, die Tageszeiten. Aber könnte man denn nicht... Wenn man sie schon nicht grafisch darstellen kann, wenigstens eine kleine Uhr einblenden oder sowas. Seid gegrüßt. Hilfe einem armen alten Krüppel. Nein, Tölpel. Oh, ein Pilz. Nom. Okay, ich weiß, wo wir sind. Zumindest das. Oder? Ja, doch. Das heißt, hier ist das Haus des Kampfes. Genau. Oder ist das das? Ja, das ist es. Ein ausnehmend hässliches Haus, wenn ich das so sagen darf. Dann war hier die Ecke mit dem Becken, genau. Warum sind hier mehrere Becken? Okay, möglicherweise bin ich nicht so ganz sicher, wo ich bin. Aber müsste eigentlich schon.
Es sei denn, ich bin einfach zu blöde. Oder die Karte ist nicht aktuell. Das hier verwirrt mich halt. Ja, die Freuden des Pilzgenusses. Okay, das ist definitiv das Gebäude. Der Kerl bewohnt ein verdammtes Herrenhaus. Schlimmer als Gronk. wenn das das ist, gehen hier zwei Gebäude ab. Das ewig verschlossene und haben wir jetzt das hier vorhin besucht? Ja, das, von dem wir dachten, dass die Dienerin hier wohnt. Was womöglich auch der Fall ist. Allerdings weiß ich halt nicht, wie das Spiel das handelt mit den Tageszeiten. Ob wir zuerst das Gebiet wechseln müssen. Ob es überhaupt etwas bringt, wenn wir einfach nur schlafen und so die Zeit vergehen lassen. Hier ist das längliche Becken, genau. Mit dem langsam sollten meine Skills dazu ausreichen. Komm schon. Pfeife. Hui. Aha. Ups. Well played, well played. Ist das nicht der süße Klang von Trauer und Wehklagen, den ich da höre? Wehklagen?
zur Blutwache. Was ist die Blutwache und wie erreichen wir sie? Ja, das wäre ja dann wohl jetzt. Oder? Tatsächlich ist es dieses Haus. Hm.
Es müssen wir den Tag doch langsam abgedeckt haben, oder nicht? Ah! Hm? Hör nur, ist das nicht der süße Klang von Trauer und Wehklagen, den ich da höre? Es ist Blutwache, okay. Ha!